Findest du meine Freundin Jenny hübsch? Nein. Aber die ist doch Unterwäschemodel für Victoria's Secret. Hässlich wie die Nacht. Keine ist so schön wie du. Korrekt. Ja, herzlich willkommen. Der Herr Wenzel absolviert hier gerade ein Einzelcoaching in weiblichem Einfühlungsvermögen. Ja, damit ich meine Kolleginnen besser verstehe und natürlich auch für zu Hause. Wir machen direkt weiter. Wo gehen wir denn heute essen? Zum Thai oder zum Italiener? Mir ist es wirklich völlig egal. Gut, beim Thai sitzt man bequemer und bei Giovanni war neulich die Pizza verbrannt. Aber entscheid du, mir ist es wirklich völlig gleich. Gut, dann Pizza. Das ist natürlich falsch, du wolltest zum Thai. Warum sagt sie das nicht einfach? Warum sagt sie das nicht einfach, ist der Titel meines ersten Bestsellers, Herr Wenzel. Hätten Sie ihn gelesen, wüssten Sie, dass Frauen niemals, und ich betone niemals, einfach etwas sagen. Da muss man schon zwischen den Zeilen lesen. Gut, nächste Übung. Oh Gott, habe ich zugenommen? Lass mal gucken. Ich wollte auch nur mal gucken, ob sie wirklich zugenommen hat. Das ist für Ihre Antwort wirklich völlig unerheblich, Herr Wenzel. Ach ja. Oh Gott, habe ich zugenommen? Was denn jetzt? Zu lange überlegt. Bitte konzentrieren Sie sich. Habe ich zugenommen? Nein, aber ich habe doch sofort Nein gesagt. Aber nicht geguckt. Das wird wirklich schwer. Liebst du mich? Ja. Zu zögerlich. Naja, es liegt noch ein langer Weg vor uns. Aber ich bleib dran. Und nächste Woche erfahren wir, warum Frauen so selten ertappt werden, wenn sie Affären haben.